Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren! Ich gebe Herrn Gorni recht, dass die Schuldenbremse durchaus so etwas wie ein Bewusstsein machen dessen, wie wir mit unseren finanziellen Gegebenheiten umgehen, bewirkt hat. Und insofern ist es richtig so, die Schuldenbremse gilt auf jeden Fall. Ob wir sie in die Landesverfassung übernehmen oder nicht, ist insofern mal dahingestellt. Man könnte sie auch in die Landeshaushaltsordnung übernehmen. Auch das fände ich ganz charmant, um hier auch noch mal klarzumachen, dass man sich eben auf dem Weg bewegen will, mit den Einnahmen die Ausgaben zu stemmen. Wenn wir jetzt aber noch mal genau auf den Antrag gucken, den die AfD vorgelegt hat zum Thema AfD, ist A überraschend, wie die 19% als tragfähige Höchstgrenze der Landesverschuldung festgelegt worden sind. Das scheint doch ziemlich willkürlich zu sein. Mir ist nicht so ganz klar, an welchem Satz man sich da orientiert hat. Und es fällt ein weiteres Mal der Hinweis auf die Zweidrittelmehrheit auf bei Naturkatastrophen oder konjunkturellen negativen Entwicklungen. Also das muss ich gestehen, das ist mir unverständlich. Also bei allem glaube ich, muss, wenn die Schuldenbremse nicht greift, sondern wir über die Ausnahmen der Schuldenbremse reden, es möglich sein, dass die in der Verantwortung stehende Regierung handeln kann und nicht eine Zweidrittelmehrheit zum Tragen kommt. Und ich muss gestehen, das erinnert mich etwas ungut an Ihren Antrag zu Sivana, wo es bei der Zweidrittelmehrheit um nichts anderes ging, als die Investitionen in geflüchtete Menschen und Unterstützung von diesen Personen zu unterstützen. Deswegen sehen wir die Schuldenbremse als ein Instrument, was haushalterisch wirklich gute Dinge geleistet hat, was auch wichtig ist für unsere Zukunft, weil wir müssen die Schulden zulasten unserer nächsten Generationen abbauen, aber nicht als ein Instrument, mit dem man diffamierende Politik machen kann oder Angst schüren kann. Und wir werden jetzt schon wachsam sein, weil ich glaube, es ist wichtig, auch wenn wir die Schuldenbremse haben, weil das ist ja immer das Problem an der Sache, genau zu gucken, wo verstecken sich denn unsere Schulden und welche Schattenhaushalte bauen wir auf, indem wir den Beteiligungen Dinge aufoktroyieren aus rein ideologischer Sicht heraus, die sie natürlich mit einem wirtschaftlichen Handeln nicht in schwarze Zahlen führen wird, sondern in die Verschuldung. Und da werden wir nicht locker lassen und mit dem Daumen drauf zeigen, wo hier Schattenhaushalte und sozusagen mit Tricks die Schuldenbremse versucht wird zu umgehen. Vielen herzlichen Dank.